Wenn mein Pferd hier in dieser Dehnung mal nach oben kommt oder irgendwie dagegen geht, das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich halte es wahrscheinlich auch nicht aus, in eine maximale Dehnung jetzt zu gehen. Ja, weil ich es einfach nicht jeden Tag mache. Wenn ich es jeden Tag machen würde, wäre das wahrscheinlich für mich kein Problem, in Richtung Spagat zu gehen. Aber jetzt komme ich nicht mal ansatzweise in diese Richtung hin. So. Und deswegen möchte ich auch meine Pferde, beziehungsweise möchte ich, sondern muss ich meine Pferde mehr gymnastizieren und mehr dehnen und biegen wie andere Leute, weil ich in so einem ganz engen Raum reiten muss. Für mich ist das das Allerwichtigste, dass mein Pferd sich frei bewegen kann und sich auch nicht irritieren lässt, ob ich jetzt den Kopf hier nach links ziehe oder ob ich ihn nach rechts ziehe und weiter reite. Und ja, das so kann ich jetzt auch einzeln den Körper kontrollieren und den Kopf. Wenn du jetzt dein Pferd gebogen hast im Schritt, wie machst du dann weiter, um dein Pferd weiterhin eben aufzuwärmen für das anstehende Training? Ich gehe dann weiter einfach gleich in Trab und mache dieselbe Übung im Trab. Da wird es aber dann schwierig für den Reiter, dort so deutlich und fein zu agieren mit dem Bein und mit dem Körper, dass das Pferd mich trotzdem auf so kleine Hilfen reagiert, wie gerade im Schritt. Also ich kann es jetzt mal vormachen.